Meine Damen und Herren, lieber Werner, liebe Bettina und Anna Selin, ich erwähne ausdrücklich Königin Mutter Erika zugleich. Und Frau Kuchenbuch, wenn Sie nicht in Hannover gelebt hätten, wären Sie auch mit dran gewesen. Werner betrachtet nämlich sein Bürgermeisteramt wie ein Familienunternehmen. Das hat mich oft daran erinnert, wie das früher in evangelischen Pfarrhäusern war. Die Pfarrfrau musste auch ständig mit an die Front, bekam aber kein Geld dafür. Sie ist in Oerdinghausen geboren. Und ich habe mich mal orientiert, Oerdinghausen galt mal als rote Hochburg. Sie ist deshalb da geboren, weil der Vater in leitender Stellung bei der Gemeindeverwaltung tätig war, bei der Stadtverwaltung. Und wie so die Zufälle des Lebens sind, Oerdinghausen ist wieder rot. Am 13. September hat der bisherige Bundestagsabgeordnete Dirk Becker, merkwürdige Übereinstimmung, Wahl gewonnen. Es gibt neben dem berühmten Sohn Becker-Bloningen in Oerdinghausen, wo er nicht lange gelebt hat, aber eine andere Persönlichkeit der deutschen Geschichte, die mit Oerdinghausen ganz enge Verbindungen hatte. Das ist der Soziologe und Ökonom Max Weber, der für viele sicher noch bekannt ist, der so berühmte Titel gehabt hat bei seinen Veröffentlichungen wie Politik als Beruf oder Protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus. Max Weber, der verwandtschaftliche Beziehung zu dem Ort hatte, mit einer Unternehmerfamilie, die da sehr erfolgreich war, verwandt war, hat zu Oerdinghausen gesagt, in Oerdinghausen fühlt man sich wirklich geborgen gegen das Schicksal. Und das gibt mir die Möglichkeit, auf eine Parallele zu verweisen. Werner Becker-Bloningen hat oft gesagt, Wiel soll ein Ort zum Wohlfühlen sein. Es soll für die Bürger Geborgenheit sein. Das wundert einen bei einem so kosmopolitisch aufgewachsenen jungen Mann. Japan, Libanon, Nahost überhaupt, Korea. Der Vater, das ist eben schon angeklungen, Wilhelm Becker und Mutter Erika waren im diplomatischen Dienst, also sehr früh schon nach dem Krieg, sind sie in die Dienste des Auswärtigen Amtes getreten. Und auf diesem Hintergrund, auch dieser jesuitischen Isolation da im Kloster in Bonn, hätte ich mal gesagt, da sind ja noch mehr Kandidaten, Herr Dr. Kors war auch da, gab das gerade so, ist ja dieser Gesichtspunkt der Geborgenheit und der Nähe besonders wichtig geworden. Das konnten wir immer wieder beobachten. Du hast manche Chance nach anderen Stellung in Düsseldorf und auch in Bonn, später Berlin, ausgeschlagen. Ich weiß auch, Herr Pfeiffer hat das gerade erwähnt, häufig in Berufssituationen, wo die Wirtschaft gerne dich hauptamtlich beschäftigt hätte. Du hast dem allen widerstanden und hast die Weltläufigkeit trotzdem nicht aufgegeben. Das ist so ein Doppelklang, der mir immer imponiert hat zwischen dem Makro- und dem Mikrokosmos. Und ich zitiere mit entsprechender Genehmigung Julius Caesar, der gesagt haben soll, es ist nicht ganz gesichert, es könnte auch aus dem Shakespeare-Drama Julius Caesar stammen, das konnte ich nicht mehr so genau feststellen, lieber in einem Bergdorf die Nummer 1 als in Rom die Nummer 2. Das du gerne schon mal benutzt hast und das mir sehr in Erinnerung geblieben ist, der stammt von Herrn Kotz, der gesagt hat, man kann in der Provinz leben, ohne provinziell zu sein. Und ich füge hinzu, man kann auch in der Großstadt leben und trotzdem provinziell sein. Dein hohes Interesse an Geschichte und internationaler Politik bis hin zu ausgiebigen Analysen der Vorgeschichte und Folgen des Wiener Kongresses, der französischen Staatstheoretiker und Strategen, ich habe häufiger solche Monologe mehr angehört, wenn er gerade was gegeben hatte, alles das hat dein Wesen bestimmt sozusagen, parallel zu den Tätigkeiten, die ja alle ausgiebig gewürdigt worden sind. Und als Eifler, also geboren in Oerdinghausen, aber von der Mentalität und von der Seele her doch sehr viel mehr Eifler wegen der Herkunft der Mutter,
warst du ja den Preußen nicht besonders zuneigt, sondern die Habsburger hatten es dir angetan, mit diesem zum Teil noch erheblichen Laissez-faire und nicht wahr, guck mal, was kommt. Und trotzdem, ich habe das jetzt gerade in den Veröffentlichungen über deine Verabschiedungsserie gelesen, ist doch etwas Altpreußisches hängen geblieben. Ich hörte, dass der alte Fritz zitiert worden ist. Man muss das keinem Widerspruch nennen. Das kann sich wie bei dir ideal paaren. Und was dich ausgezeichnet hat, das ist auch schon angeklungen, ist, dass du für jedermann Ansprechpartner warst. Also selbst wenn jemand unterhalb der Schwelle der Umgangssprache dich ansprach, unterhalb des bist du dem mit Freundlichkeit begegnet und hast das als Ausdruck von Unbeholfenheit. Ich meine, genauso hast du natürlich und noch mehr genossen, wenn du sozusagen in anderen Kreisen warst. Ich erinnere mich, dass du oft berichtet hast von der Bertelsmann Stiftung, wenn die Damen wohnen, da ihren Auftritt zelebrierten, warst du auch durchaus angetan vom Palaver mit den Damen. Sie müssen, ich zitiere, Sie müssen ihr Gegenüber einschätzen und verstehen. Es geht darum, sich in die Schuhe des anderen zu stellen, ihn zu gewinnen, aber nicht zu besiegen. Das stammt von niemand anderem als Hans-Friedrich Genscher. Und ich habe diesen Geist liberaler Provenienz bei dir auch festgestellt. Also nicht besiegen, sondern verstehen, was der andere will, wohin er will. In dem Büro, in dem du die 36 Jahre, ich habe übrigens versucht festzustellen, ob du der dienstälteste Hauptverwaltungsbeamte mindestens in Nordrhein-Westfalen bist. Das ist mir nicht gelungen. Weder der Städte- und Gemeindebund noch der Verband der liberalen Kommunalpolitiker konnte profunde Auskünfte dazu erteilen. Ich habe das rechtzeitig anfragen lassen. Das war nicht rauszubringen. Aber ich behaupte mal, du bist der dienstälteste Hauptverwaltungsbeamte weit und breit. Hat es einen Wechsel der Paramente gegeben. Ich habe zum 50. Geburtstag über diese Parallelen mit Napoleon Bonaparte reden dürfen. Da hingen da überall so Stiche rum von Napoleon auf Elba und ich weiß nicht, wo er überall gewesen ist. Das ist mir erleichtert jetzt, denn da haben wir 200 Jahre seit Waterloo. Ich bin heute nicht verpflichtet, zu diesem Thema was zu sagen. Sondern er hat an die Stelle dieser Stiche, dieser historischen Stiche, hat er ganz tolle Bilder aufgehängt. Und zwar von Chagall, Franziskus Wendels, der auch heute hier ist, und David Zur. Daraus spricht eine völlig andere Sprache. Ich habe mich darüber sehr gefreut, dass der Napoleon verschwunden ist. Der junge Mann, der am 6. Februar 1979 mit 30 Jahren im Kurparkcafé hier in Wiel gewählt worden ist, hat sich, und das würde sicher Horst Waffenschmidt so sagen, und ich sage das auch, als Glücksfall erwiesen. Für die Stadt, für ihre Bürger, für seine Freunde. Und das war auch nicht immer einfach, also gerade so eine Freundschaft zwischen einem Journalisten, wie ich damals war, und einem Hauptverwaltungsbeamten, beziehungsweise der Bürgermeister, das ist nicht ohne Sensibilität. Das war aber bei Werner Bücker-Ploning so, dass das machbar war. Der konnte das auseinanderhalten und differenzieren. Das hat man nicht oft angetroffen. Was wünschen wir dir, meine Frau und ich, für die nächsten Jahrzehnte? Gesundheit vor allem. Abstand zum bisherigen. Ich kann berichten, das geht gut. Man kann sich gut entwöhnen. Gelassenheit. Humor. Humor ist ja, die Wirklichkeit tanzen lassen zu können. Ich hoffe, dass es da so bleibt bei dir, wie es bisher auch war. Du hattest eine solche Haltung zur Wirklichkeit, die man mit Humor bezeichnen kann. Manchmal war es auch sarkastisch, aber das war selten. Und dass ihr behütet bleiben möget.
Ich habe darüber nachgedacht, wie kann er unbelastet sozusagen von Missetaten, die heute leider nicht diskutiert werden konnten, und alten Sünden, Lasten in die neue Lebensphase starten, sozusagen jungfräulich. Und ich habe mir erlaubt, weil du katholisch bist, ich bin ja evangelisch, bei mir ist das ohne Bedeutung, einen Ablassbrief zu haben. Blaise Pascal: Das Herz hat seine Gründe, die die Vernunft nicht kennt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.